Der eine bringt seine Leistung eher vorne, der andere eher hinten auf die Straße oder, wie in unserem Fall, auf den Schnee. Einer ganz alten Streitfrage wollen wir heute mal nachgehen. Hinterradantrieb oder Vorderradantrieb? Was ist denn im Schnee besser? Was bringt mich weiter? Oder ist vielleicht Hinterrad gefährlich, wie es früher mal hieß? Ganz so schlimm ist es natürlich nicht mehr, weil wir inzwischen natürlich mit so elektronischen Fahrhilfen eigentlich ganz gut dabei sind. Da ist BMW mit seinem traditionellen Hinterradantrieb ganz fein abgestimmt. Kommt man schon gut durch. VW hat zum Beispiel auch so eine Art Differentialsperre per Elektronik simuliert. Auch das zieht einen gut raus. Dazu kommt, dass natürlich so ein Fronttriebler mit mehr Achslast vorne, wir haben immer so 10% mehr bei VW, mit mehr Gewicht und mehr Traktion im Schnee drückt. Das werden wir aber alles messen und dann werden wir sehen, was hier einen weiterbringt. Als Konkurrenten treten an der VW Passat 2,0 TDI mit 150 PS aus einem Hubraum von 1968 Kubikzentimetern. Der Fronttriebler bringt 1.505 Kilogramm Leergewicht auf die Waage und ist im Grundpreis für 30.250 Euro zu haben. Gegner ist der BMW 318d. Er mobilisiert 143 PS aus 1.995 Kubikzentimetern Hubraum. Der Hecktriebler wiegt leer 1.485 Kilogramm und hat einen Grundpreis von 33.750 Euro. Der Hinterradantrieb hat sich ja gerade im Schnee immer als nachteilig gezeigt. Ja, in dem BMW hier merke ich ganz deutlich, dass der Wagen, eigentlich möchte er gerne instabil werden. Aber die Traktionskontrolle, die fängt das sofort wieder auf. Passiert auch sehr fein. Und im Grunde merke ich das vorrangig an dem gelben Kontrolllämpchen, was hier immer flackert und sagt, ich regel hier die Traktionskontrolle. Ganz leichtes Zittern und er möchte mit dem Heck ein bisschen raus. Das ist dann doch typisch Hinterradantrieb. Aber sofern ich die Regelsysteme eingeschaltet lasse, ist das alles total problemlos. Beim Handling bergauf über eine Strecke von 2,3 Kilometern kommt der BMW minimal besser weg. Er schafft die Distanz in einer Minute 28,7. Der VW braucht nur etwas über eine Sekunde länger. Der Wolfsburger muss sich auch sonst hinter dem Bayern nicht verstecken. Ja, beim Fahren, wenn ich so dahin rolle, selbst auch so glatt im Untergrund, dann merke ich eigentlich kaum, dass ich mit einem Frontantriebsauto unterwegs bin. Die Elektronik, die regelt ja sehr fein, wenn wir mit eingeschalteten Stabilitätssystemen unterwegs sind, dann fährt er ziemlich neutral und ziemlich sicher, kann fast nichts falsch machen. Dann ist das vorrangig eine Reifenfrage. Die große Überraschung allerdings kommt jetzt. Beim Sprint im Schnee von 0 auf 40 km pro Stunde hat der BMW mit Heckantrieb die Nase leicht vorn. Bei den Traktionsübungen haben wir gemerkt, dass das sehr stark davon abhängt, ob man mit eingeschaltetem Regelsystem fährt oder ob man die Traktionskontrolle wenigstens deaktiviert. Dann fängt er nämlich an, mit durchdrehenden Hinterrädern ein bisschen Schlupf aufzubauen und sich auch so durch den Schnee zu fräsen. Das ist ja erwünscht so beim Rausfahren. Der BMW ist von 0 auf 40 in 6,6 Sekunden, der Passat braucht 7,3 Sekunden. Vorteil des BMW, fast die Hälfte seines Gewichts liegt auf der Hinterachse. Der dritte Test, der Bremsweg von 40 auf 0. Der Passat hat die Aufgabe nach 20,4 Metern erledigt. Der BMW bremst fast genauso schnell, er steht nach 20,8 Metern. Diese Disziplin geht, wenn auch nur knapp, an den Volkswagen. Ja, bei den Bremsübungen haben wir gesehen, dass der BMW mit dem Passat, das ist so ein Niveau. Beide machen das vorrangig über die sehr gut ausgesuchten Winterreifen. Da haben wir keinen Stress mit, egal ob da hinten oder vorne angetrieben wurde. Zwei von drei Tests konnte der Bayer für sich entscheiden, auch wenn der Wolfsburger ihm ganz dicht auf den Fersen ist. In diesem ganzen Schneegestöber haben wir ja eins festgestellt. Also ganz so schlimm wie früher, dass ein Hinterrad angetriebenes Auto zur Heckschleuder wird und ein frontangetriebenes Auto einfach nur noch stumpf nach außen drängt, haben wir es nicht mehr. Wir haben gesehen, der BMW ist bergauf sogar einen Tick schneller. Insgesamt, wenn wir die Zahlen zusammenpacken, dann ist er auch das wintertauglichere Auto tatsächlich.
Letztendlich muss der Käufer entscheiden, welche Antriebsart er denn bevorzugt.